Wenn du heutzutage Instagram oder TikTok öffnest, wirst du die wildesten Übungen sehen, die dir die maximalen Trainingserfolge versprechen sollen. Maschinen werden komplett zweckentfremdet, du sollst irgendein spezielles Equipment ausprobieren, was es in deinem Gym gar nicht gibt, oder mit einer neuen speziellen Trainingsmethode sollst du dies oder jenes schaffen. Und 99% davon sind einfach totaler Bullshit. Einige vorgestellte Ideen sind vielleicht wirklich ganz nett und helfen dir, den Muskel besser zu spüren, einen besseren Pump zu bekommen und somit ein bisschen mehr Spaß am Training zu haben. Um tatsächlich Erfolge zu erzielen, brauchst du aber weder irgendwelche außergewöhnlichen Trainingspläne noch irgendwelche fancy Übungen. Welche drei Dinge wirklich wichtig sind, die zeige ich dir jetzt. Nummer 1. Kontinuität. Zuallererst ist nicht wichtig, was du machst, sondern dass du es machst. Bevor du dir Gedanken machst, wie der perfekte Trainingsplan aussieht, geh erstmal regelmäßig ins Gym. Es wird dir viel mehr bringen, 6 Monate lang nur das zu trainieren, was dir einfach Spaß macht, anstatt 1 Monat lang das perfekte Training durchzuziehen. Und bedenke, die ersten Erfolge kommen zwar schnell, von der Masse abheben wirst du dich jedoch erst, wenn du es schaffst, jahrelang kontinuierlich dein Training durchzuziehen. Kraftsport ist ein Marathon und kein Sprint. Nummer 2. Frequenz, Volumen und Intensität. Hast du es regelmäßig ins Gym geschafft, musst du auch immer diese drei Trainingsparameter im Hinterkopf behalten. Hört sich ein bisschen kompliziert an, ist aber eigentlich ganz einfach. Frequenz. Wenn du in etwas besser werden willst, dann musst du es auch häufig machen. Möchtest du Rückenmuskulatur aufbauen? Trainier häufiger Rücken. Möchtest du stärker am Kreuzheben werden? Mach häufiger Kreuzheben. Volumen. Mache genug, um einen Trainingsreiz zu setzen. Fahre also nicht nach 2 Sätzen schon wieder nach Hause, sondern sammle genug Volumen ein. Ein grober Richtwert sind 10 bis 20 Arbeitssätze pro Muskelgruppe pro Woche. Intensität. Nimm ein Gewicht, was dich auch fordert. Solange du keine Schmerzen hast und die Technik sitzt, wird es dir wenig bringen, 100 Wiederholungen mit der 2-Kilo-Hantel zu machen. Wähle mindestens ein Gewicht, womit du höchstens 15 bis 20 Wiederholungen, in den meisten Fällen sogar noch weniger schaffst. Nummer 3. Progressive Overload. Es ist zwar top, wenn du jahrelang regelmäßig ins Gym gehst, noch besser wäre es jedoch, wenn du auch jedes Mal ein bisschen mehr machst. Das muss nicht immer mehr Gewicht sein. Mehr Sätze, mehr Wiederholungen, kürzere Satzpausen sind auch top. Wichtig ist, dass du dich von Training zu Training oder später von Woche zu Woche und von Monat zu Monat ein Stückchen verbesserst. Also, hole dir gerne Inspiration über neue Übungen auf Social Media. Aber bevor du dir Gedanken über irgendwelche unnötigen Dinge machst, hinterfrage dich selbst, ob die eben 3 genannten Bedingungen bei dir überhaupt erfüllt sind. Schick dieses Video gerne deinen Gym Bro, wenn du willst, dass ihr beide massive Gains macht, und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!